Das wird ein richtiger Deutschlandsommer. Die Außenminister der EU mögen sich noch so bemühen, das Reisen wieder möglich zu machen. Fernreisen bleiben ohnehin tabu. Und auch den Strandurlaub am Mittelmeer haben die meisten von uns längst abgehakt. Regionalreisen liegt dafür im Trend. Nord- und Ostsee sind fast schon überbucht, die Alpen ebenso. Was für eine Chance für Rheinhessen. Was für eine Chance, die Großstadtpflanzen in Rhein-Main und Rhein-Neckar, aus dem Rheinland, dem Ruhrgebiet und auch aus Benelux in diese wunderbare Region zu locken. Zum Radeln und Wandern, für Genuss und Kulturgenuss. Nie zuvor war es für die Region so einfach, über Social Media ad hoc auf sich aufmerksam zu machen, Urlauber quasi einzusammeln. Für ein solches Guerilla-Marketing müsste man allerdings passgenaue Pakete schnüren. Zu Gutenberg, zu den Nibelungen oder zu Hildegard von Bingen. Eine Woche zum Festpreis mit ausgearbeiteten Radel- und Wandertouren. Nach solchen Angeboten für Rheinhessen kann man allerdings lange im Netz suchen. Fehlanzeige. Keine viralen Ansprachen, keine Buchungspakete, kein Mut zu wahrnehmbaren oder provozierenden Slogans. Wie wäre es mit, wenn wir den Frankfurtern entgegenschleuderten, lass doch den Rheingau rechts liegen. Vor dem garantierten medialen Echo würden wahrscheinlich Rheinhessen und der Rheingau profitieren. Diese Leerstelle beweist nicht nur Ideenarmut bei der Rheinhessen-Touristik. Die Leerstelle ist vor allem ein Problem der politisch Verantwortlichen. Dorothea Schäfer, die Landrätin von Mainz-Bingen, ist dafür das beste Beispiel. Eine Meisterin des Hätte, Sollte, Könnte. Wäre ja alles ganz schön, gab sie vor ein paar Tagen in der AZ zu Protokoll. Wahrscheinlich aber würden sich die Kommunen in Rheinhessen, der Corona-Krise sei Dank, eher gezwungen sehen, Investitionen in die touristische Infrastruktur herunterzufahren, anstatt Gas zu geben. Was für ein verheerendes Signal. Mein Ratschlag, liebe Frau Schäfer, 1 Milliarde Euro Wertschöpfung hängen etwa am Tourismus in Rheinhessen. Wenn Sie Sorge haben, dass die Kommunen an der falschen Stelle sparen könnten, dann reden Sie das nicht herbei, sondern reden Sie ihnen das aus. Als Vorstandschefin von Rheinhessen Marketing müssen Sie jetzt mal Führung zeigen. Hier ist fordernde Ungeduld gefragt und nicht die allzu ruhige Hand der Landrätin.